Der entführte Held ist auf der Insel Quern unterwegs. Es ging durch ein geöffnetes Gatter. Die Tür könnte man mit einem Hebel im Kristalllabor öffnen. Jetzt bin ich hier auf so einer Treppe und kann hier hochsteigen. Zu einem Fernglas. Ah ja. Da unten liegen Kristallsplitter. Was kann ich hiermit machen? Oh. Das ist ein ordentlicher Zoom. Alle Achtung. Kann ich das einmal rundherum drehen oder bin ich da irgendwo blockiert? Ja, das Ding habe ich gesehen. Ah. Da ist noch wieder irgendein Hinweis. Zwei. Oh. Da in dieses runde Teil könnte vielleicht die Linse reingehören, die ich gefunden habe. Da hinten ist irgendein Rohr. Ist das Ding jetzt hier nur dazu da, dass ich mich hier umgucke? Oder noch irgendwas anderes. Das ist das Gleiche. Kann ich ja was einsetzen? Nee. Also wenn ich irgendwelche Stellen entdecke, die hier interessant sind, dann kann ich die mir nochmal anschauen, aber... Da oben, da ist sowas Grünes. Das ist vielleicht interessant. Von diesem roten Fetzen da rechts nach oben. Da, roter Fetzen rechts nach oben. Da, was ist denn das? Das weiß ich nicht, aber es hat irgendeine Bedeutung, da bin ich mir sicher. Ja, keine Ahnung. Überall liegen Splitter herum. Ja, geh mal weiter. Ich war noch nicht überall. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich eines der Rätsel lösen soll, die ich jetzt hier entdeckt habe. Das sind auch zwei so Teile hier. Hm. Hier geht's noch weiter. Wieder so eine Kugel. Und so einen Teil habe ich auch schon mal gesehen. Am Main Square. Kabel? Nee, Seil. Wo führst du mich hin? Die nächste Kugel. South Passage. Aha. Hallo, Kügelchen. Oh. Ich kann mich nicht beschweren, dass ich keinen Zugang zu irgendwelchen Gebieten hätte. Das ist gerade nicht der Fall. Was ist denn das hier? Hier endet mein Zugang, richtig? Ja, die Tür muss ich irgendwie aufschalten mit irgendeinem Mechanismus. Hm. Was ist das hier? Ein Höhleneingang? Ja, fast. Okay, das ist wieder so eine Höhle. Das Symbol sieht aber anders aus als das, was ich am Main Square habe. Am Main Square ist das so eine Art Pilz und hier ist das eher sowas. Mach mal einen Sketch. Also hier. Höhlen ein... Ah, kann kein Ö. Ah, okay, ist ja doof. Höhlen... Eingang. Gang. In South Passage. Gut. Weg. Ich habe noch keine Idee, wo es weitergehen könnte.
Aber die kommt hoffentlich bald. So, hier hoch komme ich nicht. Nee. Oh, Strand. Naja, mehr oder weniger. Da, ach, das ist jetzt die andere Tür. Ah, verstehe. Das geht dann einmal rundherum. Das heißt, da ist die Ecke mit dieser Zugbrücke. Jawohl. Da, wo ich angeblich mit Kiefernzapfen angeln kann. Und hier geht's nicht weiter. Stimmt's? Ja, klar. Wäre ja auch zu einfach sonst. Wie soll ich denn dieses Ding da runterlassen? Ach, Professor, hätt's doch mal ein bisschen mehr repariert hier. Ich kann auch nichts einsammeln, richtig? So ein Teil da unten. Nö. Dann nutzt mir das hier mal gerade wenig. Und jetzt bin ich ja quasi einmal überall rumgelaufen, richtig? Ich wüsste jetzt nicht, ob es noch irgendwelche Stellen gibt, zu denen ich hinkomme und die ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe. Die einzige Idee, die ich im Moment habe, wäre, in dem Kristalllabor, in diesen Metallring, diese Linse einzusetzen. Das scheint dafür gemacht zu sein. Mehr Ideen habe ich gerade nicht. Das ist schlimm, aber es ist so. Hier. Ah ja, das war richtig. Ganz schön zerkratzt. Aber was hilft mir das? Ah. Tja. Hat irgendwer eine Idee? Also hier kann ich nur dieses Büchlein lesen, was ich schon gemacht habe. An diesem Apparillo hier kann ich sonst nichts tun. Es kann übrigens auch sein, dass nicht der Wind hier das Teil antreibt und das diesen Kristall unter Strom setzt. Es könnte auch andersrum sein. Aber es scheint doch eher der Wind zu sein, der hier die Energiequelle ist, weil der Wind weht hier gleichmäßig und das flackert tierisch. Ja. Hm. Das Ding lässt mich nicht so richtig los. Hier. Das ist die Skizze, die ich habe. Das Symbol der 1, finde ich. Ich finde auch das Symbol der 2. Das Symbol der 3, diese 7, also dieser Haken mit diesem Querbalken. Das finde ich aber nicht, oder? Bin ich wieder mal ein Blindfisch. Ich gehe mal durch. Das ist es nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das wäre das Symbol mit der 1 oder für die 1. Nö, 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 nö. Das sieht ein bisschen ähnlich aus, ist es aber nicht. Das hier am ehesten, aber da ist es rechtwinklig und das ist auf der Skizze aber ein Bogen, ganz eindeutig. Hm. Und es nutzt mir auch nichts, wenn ich das aus einer anderen Perspektive betrachte. Also, wenn ich jetzt hier rumliefe, so hier, dann ist es auch bloß nicht anders. Ich kann es von hier übrigens auch bedienen, okay. Und dieses Symbol, was hier aussieht wie ein T. Da. Das da, dieses T, das gibt's gar nicht. Da gibt's auch nicht mal was Ähnliches, richtig? Ja, das ist ähnlich, aber... Warum ist das Symbol und... Das Symbol, die sehen genauso aus, richtig? Ich schaue nochmal. Ach, ich laufe immer zum Falschen. Da. Ja, das ist dieses schiefe F. Und da dieses
Fragezeichen mit dem Punkt in dem letzten Schwung unten drin. Na gut, das ist auch nicht ganz genau das Gleiche. Und das da ist auch ein bisschen in einem anderen Winkel. Okay, also die sind ähnlich. Das heißt, die Nummer 3 wäre jetzt die 7. Die 7 ist das hier. Und dann käme das O mit dem Dach. Das O mit dem Dach. Also hierfür habe ich noch ein relativ ähnliches gefunden. Das O mit dem Dach. Da gibt es jetzt aber mehrere Varianten. Und für das T habe ich auch wieder einen Kandidaten. Das T wäre das hier, aber welches ist das O? Das da? Das da? Nee, da stimmt der Winkel überhaupt nicht. Das habe ich ausprobiert, das ist es nicht. Dann ist es vielleicht doch eher das. Und dann das. Nö. Warum auch? Einen besseren Kandidaten für die 7 habe ich nicht, richtig? Nee. Das sieht dem mit Abstand am ähnlichsten aus. Das O könnte auch das sein. Und das T. Ja, das. Für das T habe ich auch keinen besseren Kandidaten. Das O könnte auch das sein. Also für das O habe ich viele Varianten. Nee. Das hier vielleicht. Das hatte ich doch schon. Das da? Nee, keine Chance, keine Idee, wie das gehen soll. Es sind nicht exakt die gleichen Symbole. Das hier unten, aber auch nicht wirklich. Nee. Nee, weiß ich nicht. Was kann ich hier machen? Kann ich in der Fackel reinhängen? Ja, was passiert da? Da kann ich sie wieder aufladen vielleicht. Warum ist dieser Teller hier? Bei dem Teller kann ich auch irgendwas machen. Aber was? Das ist so eine Schale Sand. Das verstehe ich nicht. Also hier kann ich eine Fackel reintun. Vielleicht finde ich mal noch eine Fackel, die nicht leuchtet. Die kann ich hier wieder aufladen oder so. Oder aktivieren, anregen, was auch immer. Aber ansonsten stehe ich gerade tierisch auf dem Schläuchchen. Ja, und weil ich so auf dem Schlauch stehe, kann ich genauso gut hier mal das Video beenden. Weit gekommen bin ich ja nicht in dieser Folge. Aber ich hoffe, das geht dann ab der nächsten Folge umso rabiater, radikaler und intensiver weiter, wenn es wieder heißt, Rätselraten aufqueren. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und bis dahin.